Die beiden habe ich spontan letztes Jahr auf ihrer Hochzeit kurz begleitet. Und wir haben heute noch ein schönes After-Wedding-Shooting gemacht. Deshalb dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, um sie über ihre Hochzeit ein bisschen auszuquetschen und zu fragen, wie es denn mittlerweile bei ihnen so läuft. Und da wir heute, da die beiden ja gerade eh schon fürs After-Wedding-Shooting im Outfit waren, dachte ich, dann zeigen wir euch unser Outfit. Voll gut. Aufstehen wird wahrscheinlich nichts, aber der ist echt schick. Man sieht das wahrscheinlich nicht auf dem Video, der hat so ein leichtes Muster drauf. Und das Kleid hat hinten einen großen Ausschnitt. Das ist da. Ich glaube, man sieht es nicht. Schade. Einen tiefen Ausschnitt. Eine ganz, ganz tolle Taille, aber ist echt Wahnsinn. Wo habt ihr eure Outfits her? Ich habe auf einer Beratung hin von einer Freundin mein Outfit in Hof gekauft. Also wohne selber in Chemnitz, bin dann immer eine Stunde nach Hof gefahren, um es dann halt anpassen zu lassen und fertigstellen zu lassen und auch dort zu holen. Das war ein Brautmodelladen, genau. Die hat aber gesagt, weil ich hatte so eine Angst davor, dass ich nichts finde, weil ich ja kein Kleidtyp bin. Und da hat sie gesagt, nein, also die ist auch schon verheiratet und hat auch Brautkleid suchen und alles. Und hat gesagt, wenn sie ihr Kleid nicht dann in so einem ganz kleinen Laden gefunden hätte, hätte sie auf jeden Fall dort auch ihr Kleid gekauft. Und dann sind wir auch direkt dorthin und war richtig cool. Die waren total nett und ich konnte auch sagen, was ich gar nicht will. Und daraufhin hat sie mir das rausgesucht, was ich wollte. Und ja, das zweite Kleid war es dann auch direkt. Hast du sofort gemerkt? Oder? Ja, also man zieht es an, man fühlt sich wohl, man strahlt, man braucht auch keine Angst davor haben, weil für jeden gibt es irgendwas. Also da gibt es eine Auswahl an mit Tüll, mit Spitze, ohne Spitze, ganz glatt, dann aussehen wie ein Bonbon und ja, also das ist der Wahnsinn. Cool, okay. Und dein Anzug? Aus Paderborn. Wie der Laden heißt, keine Ahnung. Das war kein Schneider, das war auch ein kleiner Aufsteller. Ja, aber der hat es halt dann noch gemacht, weil meine Oberschenkel zu fett waren. hat er es halt noch breiter gemacht am Oberschenkel und ja. Cool. Genau. Vorgabe war schon gegeben. Nein, das war nicht Vorgabe. Edav ist mit seiner Tante und mit seiner Mama los. Und ich hatte Trauzeuge, ja. Und ich hatte den Bilder geschickt, was ich mir vorstellen könnte, was zum Kleid passt, worin ich mir David sehr gut vorstellen könnte. Vorgabe war schon. Und das ist dann auch geworden, also ja. Auch hin und weg, wo ich ihn gesehen habe. So. Ja, also ihr habt echt wahnsinnig gut an der Hochzeit auch ausgeschaut. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich sowas nehme. Also ich hatte erst gedacht, dass ich was nehme, was man auch wiederverwerten kann, aber irgendwie war es dann doch halt sowas. Ja, aber glaubst du nicht, dass man es ohne Krawatte nicht... Nein, Das ist zu speziell auch durch den Muster und den... Ziehe ich nochmal. Vielleicht die Hose noch, aber das obere Teil nicht. Okay. Das Hemd noch, also das zweite. Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil Bräute können ihr Kleid auch nicht nochmal anziehen und geben auch dafür einen Haufen Geld aus. Also ihr habt es aber das zweite Mal. Ja, stimmt. Ja. After Wedding Shooting. Das kann man auch sehr empfehlen. Es hat auch mega Spaß gemacht. Also wenn man nochmal einen Grund sucht, seine Sachen anzuziehen, dann macht sowas. Voll gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal essen. Ich wollte eigentlich nur eure Outfits mal kurz präsentieren. Wir haben noch nichts gegessen und sind schon seit heute Morgen um 10 unterwegs. Und dann werde ich ein bisschen ausquetschen. Ja. Also dann, bis später. Girl, I know a place where the green grass grows in a sunny embrace and we can get away.